So, wie kommen denn hier jetzt auch die Lauer schon wieder hin? Warum sind die schon wieder hier? She left you to fight the dragon. So, und wo ist Asteroid? She sees we are strong. Wo ist Asteroid? She knows we can fight. Okay, warte mal. Können wir hier oben vielleicht mal hochklettern und mal schauen? Vielleicht mit dem Seeriesen winken. Okay, wir können schon mal hoch, das ist gut. Können wir hier rein pusten? Signalisieren? Oh, so ein Schiffsfriedhof da unten, ey. Krass. Okay, gut, wir sehen aber... Oh, guckt euch doch mal diese Landschaft an. Schade, sie zoomt immer runter. Oh, guck mal, so eine Wolke. Wie bei Nope. Okay, wir gehen mal wieder runter. Wir müssen unten weiter. Großartig gemacht, die Landschaft. Wirklich, wirklich großartig. Also grafisch muss man einfach sagen, irgendwie haut das Spiel einfach richtig ein Ding raus. So, okay. Hier könnten wir doch schon wieder... Jetzt müssen wir auch schon wieder diese kleinen Bläschen sammeln. Finden. Okay, nein, wir müssen das Zeichen nachformen. I'm focused. So, mal gucken, muss ich jetzt doch da wieder hochklettern? Kommen wir doch nicht. Dann mal komme ich hier vorne durch. Oh ja, ich kann nicht hoch. Okay, ist klar. You know how to do it. Focus, Senua. You know how to do it. Focus, Senua, the symbol. Try to focus on it. Okay, hier haben wir's. Focus, do it, do it. Das ist auf jeden Fall ein Teil davon. Aber wahrscheinlich müssen wir wirklich da hochklettern. Kann ich überhaupt runter noch? Focus, don't let it block you. What does it mean? Okay, wie komme ich denn da jetzt runter? Ich möchte jetzt eigentlich, möchte ich auf den Hochsitz hoch? Hier komme ich nicht hin. So. Hier haben wir einen Teil davon, aber das, den müssen wir natürlich da drüben mit dem anderen Teil in Verbindung bringen. Ja, ich weiß, aber ich stehe doch noch nicht richtig. Ich muss doch, die kann ich da drüben hochklettern. Jetzt sieht mir schon sehr hoch aus. Hier komme ich doch nicht hoch. Nee, hier komme ich nicht hoch. Ihr lieben Stimmen. Ich bin noch nicht auf den Sack. Ich weiß, dass ich mich fokussieren muss. Die Frage ist... Das ist interessant, wo er natürlich überall irgendwie diese möglichen Zeichen bilden können. So, das sieht halt schon sehr vielversprechend aus, aber wir müssen halt dieses Zeichen abbilden. Warte mal, müssen wir erst auf das Tor uns fokussieren? Ich glaube ja, ne? Ja. Okay, jetzt erst. Gut, okay. Das war jetzt ein bisschen doof von mir, sorry. So, okay, warte mal. Dann schauen wir mal. Das sieht gut aus. Nummer 1 haben wir. So, da vorne haben wir doch das nächste Zeichen. Die Frage ist nur, wo ist der perfekte Winkel dafür? Nee. Aha, okay, alles klar. Wir müssen wahrscheinlich erstmal wieder. Nee, können wir nicht. Schade. Haben wir vorne noch irgendwelche? Hier haben wir noch irgendwelche Bläschen. Die machen uns den Weg frei. Okay, alles klar. Es ist natürlich so ein bisschen. Grundsätzlich fragt man sich halt schon, warum sie einen jetzt diese Art von Rätsel immer wieder entgegenschmeißen, weil. Wir sind ja nun wirklich oft genug jetzt durch diese Rätsel durchgelaufen irgendwie und sie geben jetzt eigentlich auch nicht mehr irgendwie dem Spielgeschehen hinzu. So, warum? Ah, okay, komm hier nicht rüber. Muss ich mich jetzt darauf konzentrieren? Na,
9. Okay, hier vorne kann ich jetzt auch durch. Gut, dann gehe ich mal hier durch und dann werden wir da vorne wahrscheinlich ein paar Zeichen finden. So, das sieht doch ganz gut aus. Sehr schön, das ist Nummer 2 und hier vorne wird dann auch Nummer 3 sein. So, müssen wir aber wahrscheinlich erstmal hier kurz mal raufschauen. Auf den Bob Hill. Schwump. Find another way to see. There's got to be another way. Find another way to see. Look at the dollars in there, waiting for you to find. Nein, das reicht noch nicht. Okay, jetzt muss ich hier wahrscheinlich. Jetzt würde mich nicht wundern, wenn ich jetzt auf den Hochstand muss. Oh, nee, noch nicht. Ah. Und wir haben Zeichen Nummer 3 gefunden. Alles klar, na denn? Let's go back to the door. Achso, vorher muss ich jetzt mal hier vorne den Stein wieder entfernen. Schon wird zu der Nacht. Oh Mann, das sieht man an. So. Open the gate. Was ist denn Ciara Visi? Wer ist denn jetzt schon wieder? So. The Trigger don't usually come this close to the settlement. The Trigger. I have to warn them. Your followers too. Here as well. Ist immer eine Menge Scheiße passiert. I just showed them how things could be different. But they follow you. She was weak. She left us. Maybe one day I can also see how things can be different. We need to find. Die Dauger folgen mir. You're not coming? There's something I need to find. Bardervik is just along the shore. I would say be careful of the river, she needs to understand. I see you can handle yourself. Okay. Gut, die Feinde warten also hier auf dem Weg. Na, dann wollen wir mal. Ach, da unten sind schon wieder so diese leuchtenden Steine. Das heißt, wir haben gleich wieder so ein Blasenrätsel. Okay, gut. Jetzt sind wir runter zur Küste. Also man merkt tatsächlich auch, dass die Kämpfe ein bisschen weniger sind als im ersten Teil. So, hier vorne haben wir eine Höhle, die offen wäre. Okay, ich denke, wir müssen runtergehen. Diese Art von Rätsel hier ist natürlich neu, im Gegensatz zum ersten Teil. Na, im ersten Teil hatte man ja auch diese Lokalisierungsrätsel, also wo man halt jetzt wieder vor Zeichen finden muss. Ich frage mich ansonsten bloß immer halt, warum sie das jetzt so ein bisschen damit übertreiben gerade? Das ist so ein bisschen schade. Oh, was? Ach, der hat schon gefunden gerade. So, na, jetzt fangen wir wieder an, irgendwelche Lust, den Wasserblasen zu finden. So, oh, okay, focused. Was sind diese Sphären überhaupt? Okay, da kommen wir jetzt nicht durch. Wir kommen nach vorne wieder hoch. Nicht. Oder auch nicht? Okay, interessant. Oh, sieht aus. Ein Himmel. So, hier kommen wir aber hoch. So, und da vorne sehe ich doch etwas. Dann mal ebenfalls wieder so eine Sphäre. Da gehen wir mal hin. Oh, das könnte jetzt auch auf einem anderen Planeten sein, ne? Irgendwie guckt euch das. Nein, ich kann nicht zurück. So ein Mist. No! So. Okay, interessant. Da oben wäre ebenfalls. Okay, hier kann ich nicht langlaufen. Schade. Da oben ist auch eine Sphäre. Wahrscheinlich müssen wir da drüben durch. Wow. Okay, gut.
kommen wir doch hier nicht hoch. Kann ich die Sphäre von hier oben erreichen? Nein. Aber die kann ich erreichen. Okay. Dann ändern wir das von hier. Wir sind ja vorne hier an dem Stein vorbei. Wir können jetzt hier hoch. Sehr gut. Ich glaube, hier vorne finden wir das erste Zeichen. Die Frage ist nur, was soll dieses Zeichen bilden? Ja, dieses... Ah, okay. Vielleicht hier? Moment. Will ich hier vorne mal kurz schauen, wo die Zeichen, wo sie Runen aufgeleuchtet haben? So, haben wir denn hier irgendetwas? So, perspektivisch würde ich erstmal sagen. Sieht blöd aus. Sieht doof aus. Okay, gut, vielleicht gehe ich doch nochmal kurz zur Sphäre. Vielleicht ändert das noch irgendetwas. Okay, jetzt können wir hier durch. Jetzt können wir hier nicht... Oh Gott. Nein. Ich habe jetzt hier noch nichts gesehen, ne? Wie man sagt, so, wow, das würde jetzt Sinn machen. Daraus ein Zeichen zu bilden. Oder sollte ich den jetzt ja nicht aktivieren? Mach's mal anders. Ich aktiviere mal die Sphäre hier vorne. Oh. Aha, hier vorne. Alles klar. So, oh Gott. Wo ist denn der Rest, bitte? So, wollen wir hier hinten. Können wir denn mit dem da hinten... Also, es ist wahrscheinlich Holz, welches von diesem verwelkten Laub irgendwie überwachsen ist. Wahrscheinlich müssen wir damit etwas bilden. Aber irgendwie müssen wir wieder zurückkommen. Runterspringen kann ich hier wahrscheinlich nicht, ne? Nein. Gut, okay, muss ich ja nicht machen. So, hier einmal vorne durch. Einmal runterkipft. So, die Sphäre hier vorne aktiviert. Pustekuchen. So, hier haben wir auch da so ein Gruseliges. Kann ich denn dahinter noch irgendetwas... Nicht wirklich. Er würde auch eher auf die Sphäre zugreifen wahrscheinlich. Das hilft natürlich nicht, wenn hier überall so ein Zeug ist. Okay, kann ich hier vorne hochklettern? Das müsste eigentlich gehen. Ja, geht. So, hier... Warte mal, wenn ich mich hier hinstelle... Sphäre aktiviere, kann ich ja hier vorne vorbei. Würde ich jetzt mal sagen. Sehr schön. So, und das ändert doch schon wieder die Perspektive hier vorne. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Wir haben das zweite Zeichen. Sehr schön. Und können wir denn nicht hier das F hiermit bilden? Oh Gott. Hier vorne ist auch nochmal eine Sphäre. Ach du Schande, ey. Okay, wir springen mal runter. Die aktivieren wir. Einmal konzentriert. So, okay.
mit dem... Nichts da oben, kann man nichts anfangen. Hier kommen wir die Sphäre da vorne. Aktivieren? Ne, die ist zu weit weg. Schade. Okay, die können wir dafür aktivieren. Wir kommen hier vorne durch. Oh Gott, wo kommen wir denn hier hin? Ah, die Tür unter Tage, das ist nicht so schön. Okay, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Ich würde sagen... Aber ich müsste höher stehen. Oh! Ein Wegschrein. Sehr schön. Grettir, wounded by Seether, was now so weak, it was possible for his enemies to defeat him. Ich muss da oben aus dem Fenster schauen, wahrscheinlich. Wie komme ich denn da hin? But he clung so firmly to his sword, Kar's loom, that they had to cut off his arm to get it free. Then they used his sword to cut. So, unten komme ich wahrscheinlich nicht irgendwie vorbei. Ne. Scheiße. Ja, ich muss auf jeden Fall durch das Fenster da oben schauen. Und da haben wir den Querbalken, ne? Hier drüben haben wir den anderen Querbalken und hier haben wir den senkrechten Strich. Die Frage ist, wie komme ich da oben hin? Wie komme ich denn da oben jetzt bitte hin? Okay, na mal schauen. So, heißt also, wir müssten hier wieder hoch. Der Stein ist ja schon auch beiseite, das ist ganz gut. Können wir vielleicht einfach daran vorbeilaufen? Einfach rüberlaufen, das wäre natürlich gut. Nee, kann man nicht. Heißt also, ich gehe hier hoch, laufe hier erstmal durch den Stein durch, gucke mal, Sphäre, Sphäre, Sphäre. Da. Sehr schön, dann habe ich hier einen Steg und kann hier rüberlaufen. Yeah! So, dann müsste ich da vorne zu dieser Höhle kommen, hoffentlich. So der Plan. Aber nein! Aber nein, ich muss erstmal noch 8 andere Sphären aktivieren. Das meine ich halt so. Das ist jetzt so ein bisschen irgendwie... Kann man machen, aber eigentlich... Bringt's doch jetzt dem Spielflow... Der Spielflow wird eher ein bisschen unterbrochen, finde ich. Und das bringt, finde ich, nichts... zum Story-Arc. Deswegen frage ich mich manchmal, warum. So, mal gucken, ob mir eine Theorie fehlt. Ja. Sehr schön, wir haben das letzte Zeichen. Wunderbar. Ja, ich will es wissen. So, okay. Ich habe schon mal erwähnt, es ist in diesem Let's Play ein bisschen ruhiger von meiner Seite aus. Ich stammel ganz gerne hier jetzt einfach so Halbsätze vor mich hin. Wirre. Und, einfach, weil dieses Spiel so dermaßen auf mich wirkt, ja, dass ich A, nicht alles überquatschen will, gerade wenn diese Stimmen einsetzen, und B, ich muss jetzt selber auch verarbeiten. Und ich merke richtig, dass mir das sehr schwer fällt, das alles so komplett zu verarbeiten und dabei noch irgendwie das zu kommentieren. Sorry Leute, fällt mir dieses Let's Play über etwas schwerer. Deswegen ein wenig ruhiger. So, Moment. Von wo sind wir? Wir sind von da drüben gekommen. Okay, alles klar. So, einmal hoch, einmal rüber, einmal runter. So, dann kann ich hier hoffentlich schon runterhüpfen. Das will ich gut finden. Nicht.
Gut, dann aktivieren wir auch hier nochmal schnell die Sphäre. Dankeschön. Damit wir jetzt hier rüber können. Und von hier runterspringen können. So, okay. Wir rennen übrigens schon. Ja, das ist quasi Maximum Speed. So, okay, dann lass uns mal dieses Tor öffnen, wo es so wunderbar unheil schwanger rot dahinter glüht. Jetzt aber blau. Jetzt das verborgene Volk wirklich gefunden? What is this place? Where are you? What does it mean? Where are we? Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. The power she feels draws her on. The certainty. She wants to hold it. Even if it blinds her. She's come to them again with another promise. Okay. Wir müssen erstmal nach unten. But there will always be that price to pay. The truth can drown you deep. They bear the heart of you hidden for years. It hurts. Soll ich einfach runterrutschen jetzt? Down there, see the water. Where? What does it mean? She has to go down again. And what will be there waiting for her? Ja, diese Frage stelle ich mir auch. Was wird da unten auf uns warten? Okay, okay. Ich bin schon, ich fokussiere. Okay, und wir sind wieder an einem Meer aus Licht. Once a man, we will show you. Look. Okay, also wir müssen jetzt auch hier das Geheimnis des Riesen aufdecken. Oh krass, als wenn wir unter Wasser sind. Also wir sind unter Wasser, weil wir laufen auch so. The man stood shoulder to shoulder with his friend. They helped each other through the starvation and the fear. And there was a tiny spark of hope that never died. Okay. This is... Then the giants came. And the Droigar. Es ist, man muss es mal sagen, es soll ich auch gar nicht irgendwie abwertend wirken. Es ist wirklich ein wunderschöner Walking Simulator. Mit ein paar Kampfeinlagen. And worst of all, the Björk. Men who were stronger and more ruthless took all they had and wanted more. Okay. Seine Schuld wirst du noch nie wieder los, ey. Ist ja keine Wunder, dass du zum Riesen wirst. And so it was done. And his leader was taken. And died.
died at their hands. Ja, das erklärt natürlich, dass sie Björk hier nicht so gerne sehen. Und das ist ein ganz vorsichtiger Euphemismus von mir, in der Ecke sind hier. Ne? Ich kann nur sagen, ihr hasst werden. The man was ashamed. He thought himself safe. But they found out his secret and all stood against him. War klar. They cast him out. And he wandered the lonely cliffs until the sea took him. Ja, was willst du jetzt noch machen, ey? Kannst ja was noch irgendwie. Entweder bis in alle Ewigkeit mit deiner Schuld leben oder tatsächlich in den Freitod gehen. Obwohl du natürlich niemals, nie nicht, unter keinen Umständen eine Alternative für Umfeld ist. Also, ne, um das mal klarzustellen an der Stelle, aber ich könnte es nachvollziehen an seiner Stelle. Ja, okay, gut, okay. Vielleicht erfahren wir jetzt von unserer Mitstreiterin den Namen. Was? Oh Gott! Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Scheiße. Look at him. She sees what he does. The constant storm, the constant fear, no sunshine. Und hier? No light. But the torches are still. Kann ich mir eine Fackel nehmen? Everybody hiding. Ja, es verwundert mich nicht, dass sich alle verstecken. Beruhigung. Life is just endurance here. Okay, alles ist zu. This place. Unbearable. Okay, aber eine Tür muss ja offen sein. Ich lauf mal weiter durch. They survive. In spite of everything, she is strong. Austritra holds them together. She deserves more than this. They deserve more than this. Austritra. How has she kept them together? Das fehlt. We must find her. She will help us. So, vielleicht das. Oh, was? Oh Gott, da hinten. Oh, es wird fies gemacht. Oh, es wird fies gemacht. Dass es einfach nur kurz sichtbar ist während des Blitzes irgendwie. Oh, fies. Okay, ich muss wahrscheinlich. Oh, warte mal, hier ist sogar offen. Ah, da ist er. Was? You have to ask her. There's more. What were you searching for? The truth. We need a name. You need to find out more. Sonora. Ask her. Steady. Take your time. Tell her. Your father. That's it. Ist ihr Vater? He told me that someone betrayed him. Nee, doch nicht. Der Vater war der Anführer. So. Who? Who was it? She has to tell us. She will. Why? I need to know his name. What does it matter? The truth. It is how we will save our people. I need to understand him. Please. You need to know. You must know. Tell me what happened. We cannot kill the giant
she's going to tell us. She trusts us. Look. No, she doesn't. She's ready. There. The question hurts her. She will do it. When it all went to hell, people started coming to us for help. We were just barely scraping by, but she doesn't like to remember. We opened our doors to them. She's trying to help. Even as the food was dwindling, the Björk grew more demanding. It's hard for her to say. Little by little, this settlement became my tribe. Just like yours. And then a man came. And we took him in. We made him one of us. That man? We trusted him. What was his name? And he betrayed me. He betrayed my father. It's him. There is more to this than she is saying. Oh Gott, wahrscheinlich. Was sie in so ihn verliebt? I haven't seen him since. His name was Sigurd. The truth. Sigurd. Now we know the truth. Wenn es wirklich zu der Position, zu der Stelle kommen würde, wenn ich vor diesem Riesen stehen müsste und ihm den Namen sagen müsste, 7 Minuten später, ich hätte verloren, ich wüsste ihn schon nicht mehr. Ich müsste mir aufschreiben. Sigurd. Sigurd. He is your giant. What will she do? Will she believe us? I saw it. She has to. How? You have to trust me. It was the same with Ingun. I saw her. I learned her name. Somebody's coming. I've never attacked the settlement because of you. Okay, die Dauger kommen. Fight. Oh!